Gegner! Da ist ein Gegner! Gegner, 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 Gegner. Na, lass sie angreifen, direkt angreifen. So, und hallo Leute, herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Twilight Battle. Ich spring mal hier runter. Hallo, mein Freund. Der Hund hinter dir! Oh, ist der doch noch hinter mir her? Ich hab den, glaube ich, ein bisschen geärgert, oder? Dann muss ich den jetzt echt töten. Digga, was ist das für ein Hund? Der hat rote Augen. Alter, der ist so langsam. Der Tollwut, Mann. Ja, sag ich doch, das EP! War... Oh! Jetzt mal, okay, aber Hund. Jetzt mal umgelogen. Umgelogen? Ja. Warte ganz kurz. Ich dachte, wir suchen jetzt noch Gegner. Ich will Leute töten. Da hinten in der Mitte ist ein Spawner. Wo bist du denn jetzt? Bist du wieder bei dem Labyrinth? Ich bin direkt bei dem Labyrinth oben. Ich bin doch gar nicht weggelaufen. Okay, dann. Hä, wo bist du? Dann geh ich da wieder hin. Ich bin weggelaufen. Weil ich guck da, ob da vielleicht irgendwo eine Kiste ist. Da sind ganz viele Spawner. Also die greifen dich direkt an, sobald du die in die Nähe kommst von dem Labyrinth, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das hat ein bisschen rumgebackt. Alter, das. Ach, die Dornen da, die machen dir Schaden. Jetzt check ich's. Also, wenn du so hier. Ja. Easy peasy. Ich dachte, der Hund hat mich angegriffen. Dabei waren das diese... Also, jetzt ungelogen, da sind so einige Kisten drin, ne? Wäre schon nice, wenn wir die Kisten mitnehmen würden. Also, da an den ganzen... Oh. An jedem Spawner... An jedem Spawner ist eine Kiste. An jedem. Ja, komm, dann lass das doch holen. Du darfst nur nicht diese Black Star berühren, weil... Ja, dann komm doch mit. Oder lotst du mir den Weg, falls ich reinfalle. Ja, dann baust du den einfach wieder hoch. Wieder auf mich abgesehen. Weil der Hund hat sich selber umgebracht. Oh, da sind Spinnen. Das sind diese Giftspinnen. Scheiße. Du bist nicht reingegangen, ne? Komm einfach zurück. Ich bin nicht reingegangen, weil die Spinne kommt her und ich glaube, die ist giftig. Ja, die ist ziemlich giftig, weil sie dich angreifen. Ja, dann kriegen wir gleich wieder so einen Magneten, ne? Aber die ist One-Shot. Okay, komm, lass das jetzt holen, den Scheiße. Spring da jetzt schnell rein. Richtig useful stuff nicht. Also das kannst du dir schenken, was da in der einen Kiste. Oh, da kommen jetzt wohl viele Spinnen. Jo, lass einfach hier. Aber die eine Kiste, die konntest du dir echt schenken. Also da war überhaupt nichts Gutes drin. Warum baust du es ab? Weil ich immer ein paar Steine gerne im Inventar habe. Ich hatte irgendwie nur noch 10 Stück. Das war mir ein bisschen too less. Ja, du hast recht. So, da vorne haben wir Hunde. Nee, wir haben immer noch keine Knochen. Nee, haben wir nicht. Da ist wieder so ein Dungeon-Viech. Guck mal. Siehst du das denn? Ja, aber das ist schon wieder dieses Twilight-Lich. Dann lass mal Richtung Spawn laufen. Und dann einfach auf die... Machen wir das. Gegenüber einfach auf die andere Seite irgendwie. Da finden wir bestimmt irgendwen. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Let's Play. Was? Entschuldigung. Wir sollten immer bedenken, wir haben leider nur ein Magazin. Also du hast zwei, ich habe nur eins. Wo rennst du damit hin? Bekommen wir. Achso, du rennst jetzt diagonal rüber. Ja, also ich würde parallel natürlich, ich würde eigentlich auch gerne nochmal immer wieder in Höhlen und gucken, ob wir da vielleicht doch noch Dingens finden. Okay, mach mal. Creeper. Ich will aber halt echt mal so endlich ein bisschen Überblick über diese ganze Wasser? Map hier bekommen. Nimm dir Wasser mit, Digi. Ich habe schon einen Eimer Wasser. Okay. Ich habe mich schon in der Höhle eingeholt. Drück doch einfach M. Ach nee, hier ist eine Schlucht. Ja. X ist der Key, aber da siehst du auch nicht alles. Aber das, da ist eh nur wieder Eisen, davon haben wir genug. Also ich werde jetzt echt nicht dem Eisen hinterher rennen. Ja. Ich bin nur Schwarzpulver. Schwarzpulver, mein Jungdo! Aber na! Genau. Das hier sieht echt interessant aus. Hier ist auch wieder so ein Brunnen. Also hier ist bestimmt so ein Hexenhaus oder sowas. Und da sind auch wieder richtig viele Pilze. Du meintest doch, da ist dieser Typ, der einfach zu killen ist. Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn er dich trifft, ne? Also ich habe nur ein Video gesehen, dass er meinte, das ist einfach auszuweichen. Der hatte auch so eine richtig mythische Rüstung und hast du nicht gesehen. Und der Drop von dem war auch eher useless für uns. Nee, das ist jetzt, das ist Naga jetzt. Das ist wieder Naga? Das hier ist Naga. Beziehungsweise hier, das hier ist Scheiß und Dreck. Hier ist gar nichts irgendwie. hier ist Cobblestone. Okay, hier waren Gegner. Ja. Gut, dann haben wir zumindest schon... Warte, da hinten auf dem Pilz. Ist da gerade was hochgesprungen? Oder war das ein Mob? Könnte schwören, dass... Guck doch mal lieber unter uns. Hier ist ganz viel Holz unter uns. Ja, ich dachte nur, dass da eben ein Gegner war. Weiter weg. What the fuck ist das hier? Also, das hier ist Moos und so. Hier waren keine Gegner. Pass auf, nicht, dass das eine Falle ist oder so. Das ist... Doch, vielleicht waren das doch Gegner. Das sieht so echt wie von Gegnern gebaut aus. Nein, die können aber kein Mooskabel bauen. Doch, das kann man abbauen und hinbauen, wenn die es woanders gefunden haben. Und vielleicht war das schon der Massive Cobblestone und die haben das normale Cobblestone drumherum gebaut. Das kann ja auch sein, Marcel. Also ich habe jetzt mal das ganze Holz mal weggepackt. Okay. Und... Oh lol, hier ist eine Kiste. Ist da was drin? Potato, Karotten, Steaks, ein Boot, cooked Fish, Wasserbottle. Keine Gegner? Das waren keine Spieler. Ach, das war doch generiert, okay. Ja gut, ich dachte schon. Jetzt ist die Frage, ist hier noch eine Kiste? Ich will jetzt irgendwie nicht da runter springen. Wo runter?
Ich weiß nicht, ob was passiert, wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? Deswegen, ich will... Ja, zur Kiste hier runter. Die Kiste war unter mir, also unter dem Holz. Ach, du meinst, und unter dem, ist, unter alles. Das ist vielleicht so eine Trap, das ja, dann ganz genau. Viel hochgeht. Ja, nicht TNT, ja. Aber dass da vielleicht irgendwie so eine Falle ausgelöst wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab einfach die Kiste von oben gelootet. Das Ding ist der erste Block, den ich... Ja, da war aber auch keine. Ich hab's auseinandergebaut. So. Da war nichts mehr. Okay. Ja, dann lass du einfach mal außen rum Richtung Spawn gehen. Vielleicht finden wir ja doch noch Gegner. Oh, wie süßen Küken. Stirb! Hier sind ganz viele Vögel überall. Ist echt idyllisch, diese Map. Wir sind hier am Map-Rand. Einfach wunderschön. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht vielleicht zufällig auf Gegner treffen, ne? Ja, oder auf sauren Regen. Saurer Regen wäre auch nicht so cool. Ja, aber das sieht man ja vorher. Aber ich glaube, wenn es plötzlich anfängt zu regnen, wird es glaube ich blöd. Was schwebt da bitte? Da geht ja Steine durch. Guck mal, was sind die Bäume. So Laternen. Okay, ja. Okay. Und Laternen ich glaub, sind super. Das alles zu der Map. Laternen sind super Twilight. Achtung, Fackeln. Okay, hier waren Gegner. Hier sind Fackeln. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Dann komm mit. Ja, okay, hier waren definitiv Gegner. Vielleicht waren wir das auch, wer weiß. Nee, das waren wir nicht. Hier waren wir nicht. Das wüsste ich. Okay, absolute Stille bitte. Ich möchte wissen, ob ich Gegner höre. Wir sehen die, glaube ich, eher an den Namensschildern, falls sie sich nicht permanent sneaken. Es kann sein, dass das ewig tief weitergeht. Also sich die ganze Zeit zu sneaken macht keinen Sinn. Erstmal was essen. Ich glaube, das Ende. Hast du das gerade auch gehört? Ja, aber es ist nur wegen Höhle. So ein komischer Mike. Okay. Ja, dann lass wieder. Die sind nicht weit von hier, Digi. Hier geht's weiter. Ja, dann laufen wir da jetzt lang. Alles mit Cobblestone gebaut. Ja, nur wer weiß. Wenn wir da jetzt, da unten höre ich schon Mobs, wenn wir jetzt gegen Mobs kämpfen müssen, dann ist das übelst verräterisch. Haben die da was hingebaut? Nee, ich dachte schon, das ist da Sugarcane. Komm mit hier rechts lang. Kobalt. Ich denke halt, keiner sneakt sich permanent die ganze Zeit. Wenn ja, aber vielleicht liegt, steht hier noch irgendwas. Das meinst du, okay. Okay, das sind oben die Viecher. Du hast deine Waffe immer griffbereit, oder? Ja, ich muss einfach nur 4 drücken und kann alles umballern, was sich bewegt. Das ist gut, okay. Ich denke mal, die werden nicht weit von hier gelaufen sein. Es ist halt komisch, dass hier so viele Fackeln sind. Ja. Wer leuchtet denn bitte schön so übertrieben viel aus? Naja, wenn die keinen Bock auf Fighten haben, das ist ja verständlich. Aber wir müssen wir wissen auf jeden Fall, dass sie in unserer Nähe sind. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch 3 Kilometer weitergelaufen sind, bis sie die nächste Höhle gefunden haben. Da geht's noch nicht weiter. Vielleicht haben die auch irgendwo schon eine Art Base gebaut. Also ja, und das es ist möglich, dass das hier ist. Oder dass vielleicht sie das demnächst mal alle größeren Bäume anschlagen und gucken, ob da drin was ist. Ja, das wäre auf jeden Fall super intelligent. Auf jeden Fall. Also hier war auf jeden Fall Eisen. Haben die sich hier hochgeklaut? Lass mal schnell zum Spawn rennen und gucken, ob wir den verfolgen können in den 10 Minuten zur Schutzzeit. Es gibt ja 10 Minuten Schutzzeit. Ah, das ist eine Assi-Aktion, Digga. Das ist mir scheißegal. Lass schnell hin. Sorry. Und das heißt, die sind auf dem Baum. Vielleicht sind die wirklich in einem Baum. Und, wo laufe ich denn lang? Hier lang. Wo geht's denn hier nach draußen? Nach links. Sag jetzt. Okay. Aber lass doch mal gucken. Das muss ein Baum gewesen sein. Der hat bestimmt das gleiche mit den Lianen gemacht, was wir die ganze Zeit. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal ganz. Alter, Waypoint. Das war knapp. Waypoint. Add. Base. Gegner. Okay. Attacke zum Spawn. Ja, auf zum Spawn. Und wir sollten das eigentlich auch. Das Witzigste wäre, wenn er uns jetzt entgegenkommt. Ja, das wäre ganz cool, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall richtig liegen. Weißt du, was wir auf jeden Fall machen müssen? Wir müssen uns irgendwo ein Bett verstecken in der Base oder so, weißt du? Dass wir nicht immer am Spawn spawnen, sondern in der Nähe von der Base. Ich glaube, das wäre besser. Das ist auch so ein Punkt. Ja. Das haben wir total vergessen. Das sollten wir auf jeden Fall demnächst mal nachholen. Wenn Schafe wir haben wir ja auf jeden Base. Fall genug. Ja, hier. Aber das Ding ist, wenn er jetzt in die andere Richtung gelaufen. Dann ist er weg, ja. Okay. Du hast recht, das ist absolut verdächtig. Vielleicht ist er von hier runtergefallen. Nee, da ist nichts. Und das Gras ist auch schon nachgewachsen und so. Unwahrscheinlich. Dann lass mal weiter in die Richtung. Aber hier war auf jeden Fall. Wir waren so nah dran an irgendwelchen Gegnern. Ne? Ich hab die Gegner gerochen, Dominik. Ja, aber vielleicht waren die doch woanders. Also wir müssen echt mal. Hast du eine Axt? Ja, immer griffbereit. Hau mal den Baum da an und schau mal, ob da was drin ist. Nee, hier ist auch ein Eingang. So ein Natural Loch. Da ist wieder so ein Lizard Witch Ding. Nee, irgendwie. Also, gut, der Gegner ist uns nicht entgegengekommen, das heißt, er muss in die andere Richtung gelaufen sein. Der Spawn ist ja noch ein bisschen weit weg. Also es kann sein, dass er noch kommt. Nee. Wenn der würde durchsprinten, bis er schnell wieder da ist, um alle Sachen einzusammeln. Okay. Also, aber ich denke mal, dann werden wir jetzt definitiv unachtsam sein. Weil er jetzt sagt, so gut, ich sammle schnell meine Sachen ein, ich muss jetzt schnell wieder zurück und so. Klar.
Ich will die ganze Zeit meine Waffe wegstecken wie bei PUBG, um schneller laufen zu können, aber das wird nichts. Ja, das hier ist bei Minecraft scheißegal. Hier gewinnt er. Sag mal, wäre es eigentlich möglich, so ein PUBG? Gegner! Da ist ein Gegner! Gegner, 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 Gegner. Ja, lass sie angreifen, direkt angreifen. Die haben gar keine Waffen, oder? Doch, ich bin fast low, ich bin fast down. Ich bin auch fast. Okay, lass wegrennen. Oh, die haben Bogen. Oh, die haben sogar Pfeil und Bogen, Alter. Okay, die hatten also wesentlich mehr Glück bei den Magazinen und der eine hatte eine Enderperle. Kannst du ein Stück zurück? Warum bleibe ich stehen? Ich bin auf einmal einfach stehen geblieben. Ich habe nur noch ein halbes Life, ich bin tot. Wenn die mich jetzt noch einmal erwischen, bin ich tot. Ich check das nicht. Ich bin gerannt und auf einmal bleibe ich stehen. Ja, das ist passiert manchmal. Wie, das passiert manchmal? Ich bin richtig festgestuckt. What the fuck? Okay, ich renn schnell zu unserer Base. What the fuck? Oh nein, das haben wir nur noch. Okay. Digga, ich hab die angeschossen und die haben nicht ein Leben. Ich hab die nicht einmal getroffen. Richtig komisch. Hast du mit der Waffe reingezoomt oder ohne reinzoomen? Ab und zu mit, ab und zu ohne, um mal zu gucken, dass ich ob ich treffe oder nicht. Ich würde das immer ohne okay, machen. Okay, komm mit in die Base, ne? In die Richtung Base. Ah, da lang, ja. Aber das war nicht der von Zottel ist vom High Place gefallen. Nee, ich glaube, die hatten die gleiche Idee wie wir. Kann das sein? Und die sind von der anderen Richtung zum Spawn gelaufen. Das heißt, die werden ihre Base in der anderen Richtung haben, wahrscheinlich. Ja, ich werde jetzt rechts rumrennen und dann also rechts außen rumrennen, weil wir ja links von der Base gekämpft haben, also Richtung unsere Base. Sollen wir da, das war ja gar nicht so weit weg. Ich habe doch 10 Minuten Schutzzeit und wenn ich so sterbe durch irgendwas anderes, ist doch scheißegal. Ich guck mal, ob ich da Sachen aufsammeln kann, weil die tauschen da gerade die Sachen aus. Ich habe jetzt 10 Minuten Schutzzeit, Marcel, okay? Ich gehe da mal schnell hin und versuche meine Sachen wieder zu bekommen. Ja, ich nehme mich fast. Haben das alles aufgesammelt? Ach, scheiße, das Ding ist. Aber ich check das nicht. Die müssen doch richtig Luck mit Creepern gehabt haben. Naja, die haben. Okay, ich hab Sachen von uns. Ich hab Sachen. Okay, nimm alles mit, was du kannst und komm zur Base. Ich komm dir gleich entgegen mit Essen, weil ich hab schon Hunger. Okay, ich hab nur ein bisschen Rüstung mehr, nicht leider. Den Rest haben sie alle aufgesammelt. Scheiße. Kann man nichts machen. Ja, das Ding ist halt, ich hab wirklich geschossen wie so ein Idiot, aber ich hab sie nicht getroffen, Digga. Ich bin ja nicht schlecht am Aiming. Ja, ich weiß. Ah, bis wir bei unserer Base sind, ne? Vor allem, wie viele Magazine die haben. Ich glaube, die hatten ein bisschen mehr als wir. Oh, was Essen angeht. Nee, die haben beide aufgehört zu schießen, nach der ersten Schießerei sozusagen. Okay, also hatten die auch nicht so viel, ja gut. Hinter mir ist keiner, ich sehe weder Namensschilder noch sonst irgendwas. Ich hätte halt zu gerne gewusst, wie viel Leben wir denen abgezogen haben. Also vielleicht hätten wir einfach mit dem Schwert draufgehen sollen, vielleicht wäre das besser. Nach der ersten Schießerei wäre das vielleicht schlauer gewesen. Ja, aber das Ding ist, ich habe die nachher... Weißt du, ich wollte einfach wegrennen und auf einmal bleibe ich stecken. Ich konnte mich echt nimmer bewegen. Ich habe es auf meine Tastatur rumgehämmert und nichts ist passiert. Ich kann dir das ja mal in meiner Folge zeigen. Ich konnte echt nichts mehr machen. Bei mir ist es so gewesen, ich wollte unbedingt so viel Munition wie möglich verschießen, damit die nichts davon haben. Deswegen habe ich zum Schluss angefangen zu schießen, weißt du? Ja, ist ja auch verständlich, weil ich hätte es ja einen auch noch bekommen. Aber ich wollte halt, ich habe schnell was gegessen, dann wollte ich wegrennen, hätte ich ein bisschen regeneriert und dann hätte ich dir noch gesagt, komm, wir lassen jetzt mit dem Schwert draufgehen. Aber ich bin gerannt und auf einmal bin ich stehen geblieben, ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann hatte ich nur noch ein halbes Herz, weil die mich gehittet hatten mit dem Schwert. Also war richtig dumm irgendwie. Ich konnte auch echt nichts machen. Digga, ich bin ein Ich kann mir das echt nicht erklären. Gut, das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Noch ist nichts gelaufen. Wir haben immer noch alles zu reißen. Ich sehe dich von nachher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.